Enrico Poczke, Peter Sagan hat ein gutes Rennen gezeigt, aber für ganz vorne hat es heute nicht gereicht. Am Ende 11. Wie lief das Rennen aus Ihrer Sicht? Ja, grundlegend lief das Rennen gut. Wir haben eine kleine Gruppe vorn gehabt, die man gut kontrollieren konnte, wo wir auch nicht viel Kraft investieren mussten. Dann sind wir in ganz viele Rennabschnitte in einer sehr guten Position gefahren, waren nach der Mur in einer guten Position mit drei Fahrern. Und Peter musste auch bis zum dritten Mal Quaremont nicht wirklich selber arbeiten, sondern konnte Kraft sparen. Und dann hat man einfach gesehen, dass noch ein bisschen an der Form fehlt. Und deswegen hat es leider nur zum 11. Platz gereicht. Ist es vermutlich immer noch das bisschen, was ihm da fehlt? Er hatte einen Magen-Darm-Infekt vor einigen Wochen. Ist das das, was da fehlt? Oder hängt es auch irgendwie damit zusammen, dass er dies Jahr das Frühjahr ein bisschen anders aufbaut? Nein, nein, also grundlegend ist es schon so, dass einfach das Trainingscamp, was wir geplant haben in der Höhe, durch die Krankheit nahezu nicht stattgefunden hat. Und dann waren nur noch wenig Tage Zeit bis zu Tirreno Adriatico. Und wir waren froh, dass er dort starten konnte. Dort hat er sich in eine gewisse Form gefahren, aber eben nicht in die Topform. Habt ihr erwartet, dass es vielleicht, dass er nicht ganz in der Form ist und deswegen das Rennen taktisch ein bisschen anders gestaltet? Oder kann man das so nicht machen, weil man nicht weiß, wenn er einen super Tag erwischt, dann hätte es bei ihm auch heute für ganz vorne reichen können? Natürlich hofft man immer, dass er einen super Tag hat und stark ist. Und wir wollten schon ein bisschen defensiver fahren, ihn so lange wie möglich beschützen und dass er Kraft sparen kann. Und dann ab dem dritten Mal Quaremont und Paterberg, dass er dann, wenn es ihm gut geht, entweder mitattackiert oder sogar selber was versucht. Aber man hat klar gesehen, da haben einfach die Kraftreserven nicht mehr gereicht. Als Alberto Bettiol am Quaremont losgefahren ist, habt ihr im Auto gedacht, das war's? Oder habt ihr gedacht, ah, da kommt man vielleicht nochmal hin? Ja, natürlich, wenn einer allein so zeitig losfährt und vielleicht nicht einer der ganz großen Namen ist, dann denkt man schon, man muss erstmal schauen, wie weit er kommt. Und es war ja auch noch eine starke Gruppe hinter ihm zusammen. Und deswegen war es schon ein bisschen überraschend, dass er das so stark durchzieht und eine super Leistung. Was nehmt ihr jetzt mit für Paris-Roubaix? Ja, wir nehmen mit, dass wir ein gutes Rennen gefahren haben und hoffen natürlich, dass Peter jetzt die Woche sich gut regenerieren kann, die Mannschaft gesund bleibt und dann werden wir dort wieder angreifen.